Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Achtung, ungeschminktes Gesicht. Das hat aber einen Grund und das ändern wir auch gleich. Und zwar, wie ihr schon im Titel lesen konntet, First Impression. Erster Eindruck von einer Marke, die ich euch vorstellen möchte. Das ist die Marke Nuba. Ich habe schon mal von der Marke gehört, also nur vom Namen her. Habe sie aber noch nie irgendwo gesehen und so weiter. Deswegen habe ich mich eigentlich sehr gefreut, weil ich bin immer sehr interessiert an ganz neuen Sachen. Und habe mich sehr gefreut, als ich da angeschrieben wurde, mal Produkte zu testen. Ich habe mir jetzt gedacht, da es euch vielleicht auch interessieren könnte, wie die Produkte sich verhalten und einfach wie mein erster Eindruck ist der ganzen Sache und so weiter, dachte ich, mache ich das jetzt gleich live sozusagen. Also ich habe die Produkte vorher noch nicht getestet oder geswatcht. Ich habe nur geschaut, was es so gibt und gesehen, dadurch kann man einen Look, also mit den ganzen Sachen kann man einen Look kreieren. Deswegen passt es auch ganz gut, dass ich jetzt halt zusammen mit euch einen Look schminke. So, bislang habe ich nur meine Augenbrauen nachgezogen, weil es keine Augenbrauenprodukte gibt. Alles andere ist da für einen kompletten Look und deswegen fangen wir jetzt mal an. Also als erstes die Verpackung wollte ich euch nochmal kurz zeigen, zum Beispiel diese hier. Es ist alles so eine schwarze Verpackung, schwarze Pappe mit einer weißen Schrift drauf, Nuba, Professional Make-up, also es ist auch professionelles Make-up und alles made in Italy, also es ist auch eine italienische Marke. Erinnert von der Verpackung ein bisschen an NARS, wie ich finde. Aber wir schauen mal rein. Das ist jetzt die Foundation, die heißt Staminal Foundation. Und ich habe auch nur, das ist so ein kleiner Beipackzettel, habe ich nur kurz gelesen. Das heißt so, weil da sind Stammzellen oder sowas drin. Mit pflanzlichen Stammzellen, genau. Welche die Zellenerneuerung aktivieren und dadurch der Faltenbildung vorbeugen. Also nicht nur ein Make-up, sondern auch eine Anti-Age-Pflege. Das finde ich interessant. So sieht das aus. Und ja, ich fange mal an. Das ist so ein Punktspender. Das ist immer ganz praktisch. Und ich trage das jetzt mal mit den Fingern auf, weil dann kann ich auch gleich fühlen, wie das sich so anfühlt. Also das ist die Nummer 109. Ich hoffe, die Farbe passt. Ich bin ja etwas gebräunt, man sieht vielleicht, die Stirn ist immer sehr braun hier. So, erstmal hier auf meine... Oh. Farbe ist gut, oder? Vielleicht ein bisschen hell, so wie meine Ausgangsfarbe normalerweise ist, also wenn ich nicht gebräunt bin. Also die Konsistenz ist, wie ihr seht, ist eine flüssige Foundation, die aber ein bisschen cremig ist, würde ich sagen. Also nicht so richtig flüssig, also so flüssig tropfend. Bisschen fester, kann man gut verteilen. Riecht sehr gut, so ein bisschen süßlich. Oh, jetzt die ganze Bräune weg. Oh, egal. Ich habe gesehen, es gibt noch Bronzer. Jetzt erstmal würde ich sagen, mittlere Deckkraft. Settet sehr schön. Fühlt sich jetzt nicht mehr so stark klebrig an oder so. Am Anfang schon. Ich mache jetzt noch ein bisschen den Hals. Jetzt nur, weil ich halt brauner bin. Die Haut fühlt sich sehr gut an. Fühlt sich auch schön mit Feuchtigkeit irgendwie versorgt an. So, also es ist nicht so trocken, es ist nicht irgendwie matt oder klebrig, auch nicht klebrig. Es ist ein schönes, natürliches Finish mit einer mittleren bis hohen Deckkraft, würde ich sagen. Finde ich ganz gut eigentlich bisher. Bin halt mal gespannt, wie lange sie hält so am Tag, also wie lang anhaltend sie ist, aber da werde ich euch dann nochmal berichten. Ich werde jetzt einfach noch ein bisschen Concealer benutzen, der jetzt nicht dabei war, einfach mein Concealer, das ist der Healthy Mix Concealer. Einfach hier, weil das hier unten noch nicht mit der Deckkraft gereicht hat. Das war die Foundation. Jetzt nehmen wir einen Bronzer. Das ist der Earth Powder. In der Nummer 53. Die ganzen Produkte haben immer nur Zahlen, keine Namen, was ich immer sehr schade finde. So sieht das Produkt aus. Das ist auch so eine Gummiverpackung, wie von NARS ähnlich, aber es ist halt rund. Und innen drin verbirgt sich so ein gebackener Bronzer, der sehr schön warm aussieht. So, jetzt hole ich mir die Farbe wieder rein, die ich eben durch die etwas hellere Foundation verloren habe. Und ich sehe wieder aus wie normal. Aber, also die Farbe gefällt mir sehr gut. Das ist ein sehr schön warmes, goldenes Braun. Ich habe hier ein bisschen viel gemacht, ich weiß, sorry, das ist immer wieder so. Wenn ich das Produkt nicht kenne, muss ich vielleicht erstmal ausprobieren. Moment, ich blende erstmal, sorry. So,
Also es lässt sich sehr schön verblenden, finde ich. Ich habe mich verschätzt und hier ein bisschen zu viel erstmal aufgetragen. Aber es lässt sich retten und es lässt sich vor allem gut verbinden, so mit dem Hautton. Also man sieht keine Übergänge und so weiter. Es sieht ganz gut aus. So sieht es dann aus, aufgetragen. Und jetzt gibt es noch einen Blush. Das ist der Blush on Bubble in der Nummer 45. Es hat die gleiche Verpackung wie der Bronzer auch. Und bei diesen Gummiverpackungen ist bei NARS halt auch schon so, dass es immer sehr schnell so schmutzig wird. Das sieht jetzt schon aus wie sonst was. Aber egal, also nochmal zum Vergleich. Hier so in der gleichen Verpackung. Das ist eine sehr hübsche Farbe. Aha, Peaches. Probieren wir das mal aus und diesmal nicht zu viel. Oh je. Okay. So. Das ist auch so wieder, also es ist ein Puder, aber es verbindet sich schön mit der Haut. Das ist nicht so, dass es irgendwie so cakey aussieht oder wisst ihr, was ich meine? Verbindet sich ganz hübsch mit der Haut. Das macht nur viel Dreck. Und das ist jetzt ein Lidschatten. Ein Duo, ein Double Bubble in der Nummer 29. Und das Interessante ist, hinten gibt es irgendwie noch so, das kann man dann hier so rausdrücken. Und dann hat man hier so einen Applikator. Finde ich ganz witzig, dass das so versteckt ist. Hab ich noch nicht gesehen, so eine Verpackung. Sieht ganz hübsch aus. Man hat eine schöne große Fläche, wo man an beide Lidschatten auch sehr gut rankommt. Ich werde natürlich beide probieren. Ich mache erstmal den helleren Ton. Gebe ich aufs ganze Lid. Oh, das ist sehr schön. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass es so aussieht. Sehr hübsch, oder? Tolle Farbe. Das ist so ein Gold, was so schon so wie so ein Pigment ist. So ein Gold. Ganz leichtes, irisierendes Gold, so. Sieht toll aus. Kann man auch gut als Highlighter benutzen wahrscheinlich. Ich probiere das mal aus. Oh ja, oder? Das ist nämlich die dunklere Farbe. So ein Schokobraun. Beides so ein bisschen wie so ein Pigment irgendwie fühlt sich das dann an. Also wenn man es aufträgt. Ist nicht zu pigmentiert, aber auch nicht zu wenig. Also man kriegt auf jeden Fall was. Ist genau richtig. Weil manchmal, wenn es auch zu stark ist, ist auch ein bisschen schwierig. So genau richtig. Ich gebe das nach unten hin. Gefällt mir sehr gut. Tolles Duo. Tolles, seht ihr dieses Gold? Oh mein Gott, das sieht so wunderschön aus. So. Gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt blende ich den Kram nochmal. Lässt sich gut blenden. Sehr schön. Ein tolles Duo. Werde ich auf jeden Fall nochmal benutzen. Öfter, meine ich. Okay, als nächstes gibt es einen Rainbow Eyeliner. Das ist in der braunen Farbe. 38, Nummer 38. Boah, das ist also so ein Flüssig-Eyeliner. Da mag ich halt, ich mag nicht so gern solche Pinsel irgendwie, die so flapsy sind. Muss ich mal sehen, wie ich damit klarkomme. Moment, ich brauche einen Spiegel in meiner Nähe. Ein sehr schönes Schokobraun. Mal sehen, ob ich damit hier so eine Spitze hinbekomme. Ah, doch. Aber sehr schön pigmentiert. Also man muss nicht nochmal reingehen, um nochmal aufzutragen. Ich bin jetzt nur nochmal reingegangen für das andere Auge. Oh, ich komme gar nicht klar damit. Voll schwer gerade hier diese Spitze zu machen. Aber das ist auch nur mein Problem. Ich kann es halt nicht so gut so. Als nächstes Mascara natürlich. Das ist die Mascara One. Finde ich lustig, Mascara One, Mascara Trick,
Triplo Volume. Dreifaches Volumen. Das wollen wir mal sehen. Sieht so aus. Und das Bürstchen so. Ganz normal eigentlich, wie so eine normale Bürste, aber schön dick, schwarz natürlich. So, beide Augen fertig getuscht. Ja, weiß ich nicht. Mein Fall ist es jetzt nicht so, also es würde ich jetzt mir nicht so raussuchen. Ich mag gern richtig viel, viel Volumen, aber sie trennt halt sehr schön. Die Wimpern werden nicht hart, die sind schön weich. Ja, also wer auf so einen richtig natürlichen Look steht, der mag die vielleicht sehr gerne, aber ja, so mein Ding wäre es jetzt nicht unbedingt. Was fehlt jetzt noch? Lippen. Ich habe noch einen Lippenstift in der Nummer 188. Oh, geile Farbe. Sehr, sehr schön. Sowas mag ich. Mal sehen, wie stark deckend, ob der auch so deckend ist oder nicht. Aha. Oh, tolle Farbe. Ganz toller Lippenstift. Wow. Also die Farbe, ein Traum. Genau was ich liebe, genau solche Farben liebe ich, wisst ihr ja. Die Konsistenz ist wirklich sehr schön geschmeidig und dünn. Untypisch für so eine Farbe, finde ich, und vor allem für so ein Finish, wenn es so seidig oder matt ist, sind die meistens so ein bisschen dicker. Also ich kenne es so von MAC, dass sie sehr, sehr dick sind oder immer dicker werden dann und sich ein bisschen unangenehm anfühlen auf den Lippen. Fühlt sich sehr schön cremig an, wie gesagt. Geruch. So, ja, so wachsig, so wachsig-vanillig, würde ich sagen. Aber sehr hübsch, Neon, tolle Farbe. Bin gespannt, wie lange das hält. So, aber das ist jetzt dabei rausgekommen mit den ganzen Produkten. Und ihr seht, also von der Foundation her, ich habe noch nicht gesettet, aber es ist nicht so klebrig oder so. Ich sette aber mal, ich will mal einfach so meine Routine machen, die ich sonst immer mache. Und will dann mal sehen, wie lange das hält. Wird euch da natürlich berichten. So, jetzt habe ich die Foundation gesettet mit einem Puder. Und ich werde mal sehen, wie lange das halten wird so am Tag. Und ja, werde euch dann Bescheid geben. So, nur ein kurzes Update zum Lippenstift. Wie ihr seht, ist er noch drauf. Ich habe gegessen, getrunken und bla bla. Das ist jetzt circa 4 Stunden ungefähr her. Hält ganz gut noch. Also man sieht ihn auf jeden Fall noch. Es ist hier halt nur ein bisschen weg. Gefühl ist immer noch gut. Ich denke, man kann ihn auch so jetzt auftragen und es wird nicht unbedingt dicker. Foundation sieht immer noch gut aus. Ich glänze auch nicht. Gut, es liegt auch ein bisschen am Puder natürlich, aber sie ist noch da. Wir schauen mal heute Abend, wenn ich mich abschminke, wie viel dann noch übrig ist. So, wir haben jetzt 11 Uhr abends und so sieht das Make-up jetzt noch aus. Also die Lippen sind komplett weg. Da habe ich jetzt was anderes gerade drauf gemacht. So ein Lip Liner. Ist auch egal, jedenfalls, es geht um die Foundation. Die Foundation sieht eigentlich noch ganz gut aus. Alles, was ich so gemacht habe, sieht noch ganz gut aus. Ich glänze zwar ein bisschen, es sieht jetzt auch mehr aus in der Kamera wahrscheinlich, weil ich hier dick Licht an habe, dann wirkt das immer mehr, als es ist. Also die Foundation ist aber noch drauf auf jeden Fall. Sie ist nicht abgewischt oder so. Hält also wirklich sehr gut den ganzen Tag, kann ich sagen. Das Tragegefühl ist sehr schön und ja, also mir gefällt sie sehr gut. Ich werde sie auf jeden Fall öfter benutzen, wenn ich jetzt wieder ein bisschen heller werde dann. Weil momentan passt es ja nicht so gut, habt ihr ja gesehen. Ich muss halt sehen, ob ich sie noch vertrage. Dann ist es perfekt. Das werde ich euch dann auch noch sagen, weil ich bin ja ein bisschen empfindlich so im Gesicht. Und ja, aber ansonsten gefällt sie mir sehr gut. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, so dass ich das euch gezeigt habe. So erster Eindruck. Sagt mir mal Bescheid, ob ihr das mögt so generell. Außerdem, vielleicht war es ja auch eine Inspiration, so ein Look-Inspiration, kleines Tutorial, wenn ihr mögt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.